Hallo, herzlich willkommen zur Sequenz Skalarmultiplikation. Ich möchte Ihnen noch einmal die Idee der Skalarmultiplikation aufzeigen anhand eines Beispiels. Wir nehmen einen Vektor, der 3 in x-Richtung geht, 2 in y-Richtung. Und was passiert jetzt, wenn ich diesen Vektor mit einem Skalar multipliziere, also zum Beispiel mit 2, ja, dann wird sich einfach der Pfeil verdoppeln, die Länge wird sich da verdoppeln, die Richtung wird beibehalten, das wird heißen, ich werde mich also 6 rüber bewegen und 4 rauf, was ich also dann doppelt so langen Pfeil habe, den ich mit 2v bezeichnen kann. Es ist natürlich auch so, dass hier die Komponentenschreibweise, also die sagt dann einfach gerade, algebraische Schreibweise sagt einfach gerade, dass ich einfach die Komponenten jeweils mit der Zahl multiplizieren muss und dann stimmt das rechnerisch. Gut, man kann das natürlich brauchen, um einen Vektor zu kürzen. Also ich kann, beispielsweise ein Zweitel vorschalte, dann kriege ich einfach einen Vektor, der halb so lang ist. Also mit hier noch ein halbes nach vorne und eines rauf. Ja, das heißt, ein Zweitelfall würde so ausschauen. Und was ich auch tun kann, ist einen Vektor umdrehen. Also wenn ich zum Beispiel einen Vektor v mit minus 1 multipliziere, würde rechnerisch ja so aussehen, wenn ich das konsequent durchziehe, komponentenweise, dass ich hier minus 3, ups, minus 3, minus 2 kriege. Und das würde dann bedeuten, dass ich einfach in x-Richtung 3 zurückgehe und in Y-Richtung 2 runter. Das heißt, der Pfeil sieht dann so aus. Er hat eben einfach die Richtung geändert, wenn Sie es vergleichen hier mit dem V. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.